Eins, zwei, drei. Spaß, wir wollen ja hier keine Verletzten haben. Für alle neu dazugekommenen, wir sind hier auf unserem schönen Hof in der Bretagne oder auch auf unserem Hof in der schönen Bretagne oder auch auf unserem schönen Hof in der schönen Bretagne. Wie dem auch sei, wir machen jetzt da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben, nämlich hier bei unserem schönen Staketenzaun. Achso, und das Ziel ist es, hier auf unserem Hof weitestgehend als Selbstversorger und als Selbsthelfer zu leben. Und ja, wenn... Was wollte ich denn jetzt sagen? Und wenn du Lust hast, dann würdest du uns wirklich sehr freuen, wenn du uns auf diesen Weg dorthin begleitest. Ja, auf jeden Fall haben wir ja im letzten Video hier schon diese Pfähle gesetzt, hier und da hinten den in der Ecke. Und jetzt müssen wir halt noch die komplette Reihe hier die Pfähle setzen. Und ich würde sagen, los geht's! Los geht's! Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge! Du weißt, dass der vollkommen schief steht, ne? Oh, nicht. Was? So weit noch? Jo. Echt? Oh, mir tut das auch immer Handgelenk weh. Ja. Wo ist der blöde Vorschlaghammer? Sollen wir mal tauschen? Oh. So, ne? Okay, dann mach ich weiter. Ah, noch 10 cm. Komm, ein bisschen, schau mal nur. Ah, oh, das tut so weh. Wo ist der scheiß Hammer? Wir können uns auch einfach einen Hammer leihen. Die haben garantiert einen Vorschlaghammer. Da ist aber keiner da. Oh, jojojo. Ein Meter. Zehn Meter haben wir schon. Weiter geht's. Kannst du mir ein Schräubchen geben? Nee, nicht das. Darum. Merci. So, weiter geht's mit unserem Staketenzaun. Die Sonne lacht, wir haben gerade noch einen frisch gepressten Saft getrunken und wir starten jetzt. Wir wenden auch heute wieder unsere altbewährte Spanngut-Technik an. Man kann nämlich richtig schön den Zaun mit dem Spanngut hier an den Pfosten ranziehen. Gleich nur noch festschrauben und dann geht dazu von Pfosten zu Pfosten. Wir rollen jetzt die restlichen Zäune einmal ab, damit wir wissen, wo wir am Ende rauskommen. Geil. Zu unserem Glück sind da sogar mehr als 10 Meter drauf. Das heißt, wir kommen sogar weiter als gedacht. Guck mal, bis hier haben wir gedacht, bis hier kommen wir. Bis da kommen wir wirklich. So, wir setzen jetzt noch die restlichen Pfähle hier und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. So, der Zaun ist fast fertig. Ich zeige euch den mal schnell. Die letzten 6 oder 7 Meter fehlen jetzt nur noch, weil wir 2 Pfosten zu wenig haben. Eigentlich wollten wir ja die Abstände zwischen den Pfosten einfach der Anzahl der Pfosten angleichen, aber ich glaube, ich habe mich verrechnet und ja, dann geht es halt am Ende nicht auf, ne? Deswegen müssen wir uns jetzt noch irgendwo 2 neue Pfosten besorgen und dann können wir die restlichen Meter hier machen. Aber auch ohne diesen letzten Metern da hinten sieht das jetzt das erste Mal richtig nach Garten aus. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass hier die komplette Fläche unsere Beete werden sollen. Ha, die eigenen Himbeeren aus dem Garten pflücken. Oh, ein Träumchen. Wir suchen uns auf jeden Fall jetzt irgendeine andere Arbeit. Wir wissen noch gar nicht, wo wir jetzt weitermachen, aber wir finden schon irgendwas. Wir werden nämlich jetzt hier diesen schmalen Weg, der zwischen diesen Gebäuden ist, mit Pflastersteinen ja einbetonieren. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier gleich wieder Schotter auslegen, ein bisschen Beton rein und dann werden wir hier ein bisschen das Pflastern üben. Denn wir wollen hier, wo irgendwann mal das Hoftor sein wird, einen Weg drumherum, ja, pflastern quasi. Und was wir dann da hinten jetzt anfangen, das ist schon mal eine gute Übung dafür, weil hier soll es doch besser aussehen. Boah, wie viel Glas hier zwischen. Alter, das ist verrückt, man findet hier so viel Glas. Arginin. Arginin, was ist das denn nochmal? Das sagt mir irgendwie was. Vitamin. Das ist verrückt, man findet hier wirklich überall, wo man gräbt, irgendwelche Glassplitter oder Glasflaschen. Zeig mal her. Guck mal, wie verrückt die aussieht. Und hier auch so, keine Ahnung, was ist das? Porzellan oder sowas. Alter, du glaubst es nicht. Was? Das ist eine Rasierklinge. Gillette. Alter, überall, wo man gräbt, findet man was Gefährliches. Gillette Rasierklinge. Das ist so auch ein Teil einer Spritze. Das ist keine Spritze, das ist irgendwie von so einer Blume, so ein Wasserstandsanzeiger oder sowas. Was ist das für ein Rohr hier? Nee, das ist auch eine Flasche. Was ist was das hast denn? Da?
Das ist Plastik vergraben. Wieso ist hier überall so viel Müll vergraben? Nee, das ist ein Stein. Okay. Aber das nicht. Warum vergräbt man das hier oder schmeißt das hier hin? Unglaublich, wie viel Müll. So, was finden wir noch? Ich hole mir jetzt mal einen Eimer oder sowas. Ja, der kleinste Eimer, den ich hätte finden können. Das sieht aus wie irgendwie von so einer Dekoschale oder irgendwie sowas. Aber eins ist sicher, irgendwann werden wir hier nochmal mit einem Metalldetektor das Grundstück absuchen. Schätze finden. Oder Müll. Ich hab ein Schild. Das Tiliano. Zeig mal her, was hast du da gefunden? Noch so eine Ampulle auf jeden Fall. Mein Gott. Zeig mal her, was steht denn da drauf? Pass auf. Oh, fragil. Steht das drauf, fragil? Nein. Valpan. Das war mal irgendwas mit lecker Honig. Pastigliano. Ascorboglutamate. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Honigpastillen. Das hast du da gerade ausgebuddelt? Aus Paris. Keine Ahnung. Schöne Seppa. Lack. Weißt du, was das ist? Das ist eine Haarspraydose. Und zwar eine alte, so wie es aussieht. Aber seit wann gibt es Haarspray? Keine Ahnung. Eine Dose Haarspray. Für fettige und normale Haare heißt das, glaube ich. Boah, wenn hier noch ein Datum draufstehen würde. Die machen wir gleich mal sauber und gucken mal danach. Zu einem Deckel muss auch noch ein Topf her. Witzig, ne? Aber den Topf hast du noch nicht, ne? Der ist wahrscheinlich da drunter. Guck mal hier, das ist ja richtig interessant hier. Eine Batterie ist das. Eine Batterie? Umweltsünder haben hier gewohnt. Ja. Vielleicht finden wir auf irgendeinem von den Sachen mal ein Datum, weil das würde mich schon interessieren, von wem das hier ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das von der Vorbesitzerin kommt. Die Vorbesitzerin, die schätze ich gar nicht so ein, als dass sie hier in Müll entsorgen. Das ist auf jeden Fall älter. Das Gute ist, zwei Fliegen mit einer Klappe. Da hinten muss die Erde weg und hier muss Erde hin. Hast du mal noch eine Schippe für mich? Boah, hier ist noch was. Was ist das denn? Noch so eine kleine Glasampulle irgendwie. Mit irgendwie so einem Gitter da drin. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das sein soll. Was hast du jetzt, den Topf dazu? Oder? Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Hier ist so ein Kranz. Jo. Irgendwie, jo. Das ist ein Metallstück. Ja, aber kann man gleich in den Beton mit einarbeiten, oder? Aber da ist ja noch mehr drin. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Eine halbe Tasse. Das ist gut. Oder ein Krug oder so. Prost, ne? Also was für Zeiten das wohl stammt, das frage ich mich. Ist das 30 Jahre alt, 40 Jahre alt oder ist das 70, vielleicht 80, steht da noch 100? Was drunter. Aber schon interessant irgendwie. Boah, wie lange das wohl schon da liegt. Mein Gott, ist da viel Zeug drin. Wir haben jetzt erstmal entschlossen, den Metalldetektor zu holen und mal gucken, was sich da noch so drin finden lässt. Schön wär's, ja. So, hast du was zu sagen? Nee. Nee? Nee. Okay, dann nicht. Okay, Annika hat nichts zu sagen, aber wir werden jetzt den Metalldetektor sprechen lassen. Das ist meine Aufgabe. Den habe ich mit zum Geburtstag gekriegt. Oh Mann, ein Heidenspaß. So, auf geht's. Hast du denn den Pinpointer auch mit? Nee. Ich kann dir sagen, der wird jetzt den kompletten Weg dauerhaft piepen. Ja, ich weiß. Scheiße. Jetzt habe ich die Tränen noch im Auge vor Das Lachen. Ist ein Pinpointer. Ja, und den sieht man kaum, weil er so dreckig ist. Ja, wir führen euch mal in die Geheimnisse des Metallsuchens ein. Denn mit dieser Gerätschaft, da kann man nur so ungefähr den Standort mit ausmachen. Und wenn es dann an die Detailsuche geht, dann kommt nämlich hier der Pinpointer zum Einsatz. Zeig mal den Pinpointer. Pinpointer! Genau. Und damit kann man nämlich ganz lokal das Metallstück ausmachen. Und ja. Ja, hier ist doch schon das erste. Oh, aber das ist ja alles voll hier. Eieieiei. Was? Die komplette Fläche? Ja, das brauchen wir gar nicht absuchen. Ich meine, man könnte mal einmal ein Loch graben, aber wir haben ja gesehen, das ist nur Müll hier. Naja, das war nichts mit dem Metalldetektor, aber vielleicht an einem anderen Tag, an einem anderen Ort. Wir haben ja auch so genug Zeug daraus geholt. Am coolsten finde ich irgendwie diese Haarspraydose. Die hat was. Und das sieht wirklich aus wie so ein Zünder. Ich kann ja mal drauf drücken. Was war denn das? Geht's dir gut? Ja. Dann können wir weitermachen. Wir werden da jetzt Kies reinschütten. Dann machen wir den Beton fertig. Und dann fangen wir an, hier Steine zu legen. Ja! Jackpot! Was? Ach, nix. Alter, professionell. Oh nee, mein Stirnband sitzt so kacke wie nie. Ja. Guck, die Hälfte ist schon fast geschafft. Ja. Hier hin? Oder Ja, oder nee, so. Hin. So jetzt, ne? Ja, oder so. Muss ja auch nicht gerade alles sein. Letzter Stein? Letzter Stein, aber der passt nicht. Der ist nicht so toll, obwohl. Ja, also fertig, oder was? Doch, fertig.
bin zufrieden mit meiner Wunderbar, Arbeit. Sieht richtig gut aus. Was wir jetzt gleich noch machen werden, nachdem wir eine Runde mit Baina gegangen sind. Wir haben hier noch Mörtel und wir werden gleich eine Portion Mörtel machen und das hier noch verfugen. Es gibt mit Sicherheit richtigen Fugenmörtel dafür, aber keine Ahnung. Wir nehmen halt den Mörtel, den wir halt da haben. So, was braucht man jetzt zum Verfugen? Mörtel, bisschen Wasser und eine Bürste. Los geht's. So, auf geht's. Fangen wir hier jetzt an, hier in der Ecke. Ganz schön langweilig das Projekt für mich. Hier passt halt nur einer zwischen, ne? So sieht es jetzt fertig verfugt aus. Das ist natürlich jetzt noch pitschnass. Mal schauen, wie es morgen früh aussieht, wenn es trocken ist. Übrigens ist es schon nach 6 und es ist fast noch taghell. Das ist nämlich das Gute an der Bretagne, es ist länger hell. Es ist aber auch länger dunkel. Und dann sitze ich hier immer und warte, dass der Tag beginnt. Na endlich! Nein, ich nutze die Zeit morgens eigentlich immer, um Französisch zu lernen. Und jetzt schauen wir mal, wie der Weg geworden ist. Halt mal her! Ja! Naja, der Weg ist leider noch zu nass, als dass wir den schon sauber machen können. Heute starten wir eine neue Rubrik, nämlich die Rubrik Spartipps aus dem Hause Julika. Ich habe bisher zum Kaminanzünden irgendwelche alten Dokumente und Papiere aus den hinterletzten Aktenordnern benutzt, aber die ganzen wirklich unwichtigen Papiere sind langsam alle verbrannt und die Wichtigkeit nimmt jetzt immer weiter zu und bevor ich hier irgendwelche Schulzeugnisse und Fahrzeugpapiere verbrenne, haben wir uns gedacht, dass wir uns jetzt unseren eigenen Kaminanzünder herstellen. Und das ist gar nicht schwer, man braucht dazu Eierkartons, ein paar Sägespäne. Ja. Und eine kleine Kerze. Jau, kleine Kerze. Das ist übrigens noch eine alte Kommunionskerze von meinen Brüdern. Grüße gehen raus. Schade drum, aber jetzt hat sie wenigstens noch eine gute Verwendung. So, der Auflauf ist fertig. Das kommt jetzt auf den Kamin. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ding, 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 ding. Das dauert viel zu lange. Ich stelle das jetzt mitten rein. So. Das platzt. Das platzt? Das kannst du nicht ins Feuer stellen. Nein, warum nicht? Nein, hol das raus. Echt? Pass auf. Ist das so schlimm? Ehrlich nicht? Warum nicht? Das ist nicht dafür ausgerichtet. Ich habe das ja aufs Holz gestellt, was nicht brennt. Ja, trotzdem. Nicht? Nein. Oh Mann, oh. 3 Stunden später. Das Wachs ist geschmolzen. Komisch, dass es aussieht, ne? Ja, das ist die Farbe von den Namen. Okay, ist schon ein bisschen riskant. Ja. Dann nimm einfach die Topflappen. Oh Mann, Topflappen, da wäre ich nie drauf gekommen. Wir machen das jetzt schön hier auf dem Fliesenboden, weil wir wollen ja keine Sauerei. Wo ist denn jetzt die Späne? Ja, wo ist sie denn? Sollen wir da vielleicht einfach ein bisschen Papier drunter legen? Ach, was? So, wir machen jetzt die Späne in das flüssige Wachs. Irgendwas zum Rühren brauchen wir noch. Wir brauchen auf jeden Fall was irgendwie zum Rühren. Irgendwie hier. Gesundheit. Oh. Dich können wir hier echt gut brauchen gerade. Ein bisschen Kartons zerstören oder so. Ja. Ich hab keine Geduld. Julian ist immer zu ungeduldig. So. Das muss ich noch ein bisschen mehr einsaugen. Dann einsaugen, ja genau. Das wird schon. Das wird schon. So heiß ist das nicht. Ja. Heiß. Heiß. Aua. Das wird schon hart. Oh, heiß, heiß, heiß. So, dann schnappt sich jeder einen Eierkarton. Das ist wie eine Suppe. Die musst du erstmal ziehen. Oh, ich wusste es. Okay. Kann man nicht zumachen. Das sieht doch auch gut aus, oder nicht? Also ich gebe zu, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Das kann man noch verbessern. Aber es ist der erste Versuch. Du musst das richtig drücken hier. Ja? Ja. Wie soll das denn halten? Okay, unsere Bastelstunde ist hiermit beendet. Wir machen uns jetzt die Pfoten sauber. Und dann würde ich sagen, testen wir mal ein. So, wir ziehen zu später Stunde jetzt nochmal alle Register. Wir gehen jetzt nochmal kurz raus und zünden mal einen an. Wir zünden einen an. Alter, das ist richtig gut geworden. So, dann machen wir jetzt mal ein Lagerfeuer, ne? Ey, das ging schnell. Jawollo, geil. Ist ja wie gekauft. Besser geht's nicht.
Ja, das funktioniert ja klasse, ey. Das ist richtig Lagerfeuerstimmung hier. Ist so schön warm hier. Über uns scheint der Mond sternenklar. Ha, herrlich hier, was? Ja. Ja, dann freue ich mich ja morgen aufs Kaminer machen. Nicht immer diese Frage, ich brauche noch Papier, hast du noch eine Zewa-Rolle, hast du noch dies, hast du noch das? Das ist jetzt vorbei. Okay, das war also Spartipp Nummer 1. Kaminanzünder kann man sich selber machen. So, jetzt müssen wir euch natürlich noch den Weg zeigen, den Annika hier gezaubert hat. Jo, so sieht der jetzt fertig aus und da der Mörtel jetzt getrocknet ist, kann ich jetzt auch einfach mal rüber gehen. Wunderbar, funktioniert super. Guck, hat mich trockenen Fußes von A nach B gebracht. Und das ist doch im Wesentlichen eigentlich das, was ein Weg machen muss, oder? Und zudem sieht er auch noch echt gut aus. Wenn auch ein bisschen verbesserungswürdig, oder? Ja, das war ja jetzt auch nur ein Probelauf. Ja, und ganz grausam ist es jetzt auch nicht geworden. Nein, absolut nicht. Sieht gut aus. Und auch hier am Stellplatz hat sich mittlerweile einiges getan. Oh ja. Wir haben jetzt die Hälfte von diesem Hügel, der hier gestört hat, um vernünftig mit dem Fahrzeug langzufahren, haben wir jetzt abgetragen und die ganze Erde da hinten verteilt. Um das ein bisschen auszugleichen. Und das war eine richtige Scheißarbeit. Da waren wieder so viele Scherben drin. Tonscherben, ja, Glasscheiben. Wir haben alles sortiert. Kaputte Schindeln von den Dächern und sowas. Boah, ist das eine Kacke, das auszusortieren. Da hinten liegen jetzt sogar die alten Waschbetonplatten und ich habe da schon angefangen, das Holz zu stapeln. Und da wir jetzt so fix und fertig sind von der Plackerei hier, beenden wir jetzt das Video mit den Worten Au revoir et à bientôt.